Hallo und willkommen zum Weg zur Hölle. Im Gegensatz zu rechtspopulistischen Stimmungsmachern ist es unser Ziel zu helfen, indem wir versuchen, Religionen rationell zu begreifen und dann anderen verständlich zu machen. Wir beschäftigen uns primär mit dem Islam, da die traditionellen Glaubenssysteme wie das Christen- und Judentum im deutschsprachigen Raum bereits tiefgehend von vielen analysiert wurden und es sehr viele Argumentationen dazu im Internet für und gegen gibt. Wir haben uns auf den Islam sozusagen spezialisiert, weil dieses Glaubenssystem momentan mehr Angst und Spaltung bei den Menschen schürt. Man findet auch kaum Kanäle, die sich mit Islam beschäftigen, lediglich hier und da mal ein dienliches Lehrvideo, aber keinen kompakten Kanal, der einen informativen Lehrauftrag aufzeigt. Wir, die Moderatoren dieser Sendung, wir eine Religion und heben sie als besser heraus. Noch ist es unser Ziel, einzelne Personen persönlich zu beleidigen. Unsere Sympathie für Propagandisten und Apologeten einer Religion hält sich jedoch stark in Grenzen. Besonders wenn es sich um Menschen handelt, die ihren eigenen Glaubensmitgliedern nach allen Künsten des Luges und Betruges die Wahrheit ihrer Religion vorenthalten oder gar verdrehen. Das Format des Google Hangouts wurde gewählt, weil es einerseits einen Schutz der Anonymität für alle Beteiligten darstellt, andererseits ermöglicht es die gewünschten Interaktionen, da sich der Zuschauer und Zuhörer problemlos und auf einfache Weise einklinken kann, um Fragen zu stellen, Anregungen zu geben, Hinweise oder Verbesserungen und Korrekturen anzubringen. Der Name des Kanals wurde aus zweierlei Gründen so provokativ gewählt. Der erste Grund ist, dass Wissen und neue Erkenntnisse im Allgemeinen zu Fragen zur eigenen Religion führen. So kann es vorkommen, dass die Wahrnehmung vom Glauben alleine hinüber in die Realität abdriftet und damit weitere Fragen und vor allem Zweifel auftauchen, die an den Tatsächlichkeiten der eigenen Religion Misstrauen hervorrufen. Sind diese Zweifel und das Misstrauen stark genug, haben sie meist die Folgen des Glaubensabfalls. Glaubensabfall bedeutet im Islam ganz klar einen Freifahrtschein in die Hölle. Und diese Destination wird von Muslimen tunlichst vermieden. So trauen sich auch viele nicht, ihre Religion in Frage zu stellen. Der zweite Grund ist, dass wir denken, dass die Wahrheit und die Realität wichtiger, faszinierender, schöner, erfüllender sind als eine Ewigkeit in lediglich unaufhörlichem Gehorsam eines Schöpferwesens, die für uns eine metaphorische Hölle darstellt. Diese Sendung dauert eine Stunde. Gegliedert wird diese Stunde in einer halben Stunde News aus ganzer Welt und 30 Minuten eines spezifisch gewählten Themas. Mein Name ist Naim Rashidi. Einfacher ist es, mich Ike oder Akira zu nennen. Und wie man vermutlich aus meinem Akzent heraushört, komme ich aus der Schweiz. Mit mir spricht Stop, dreckiger Mensch, Spamming 1, und unterstützt mich mit seiner Expertise, welche er durch Analyse sich angeeignet hat und früher mit einer simplen Lehrplattform allen zur Verfügung gestellt hat, heute in Zusammenarbeit mit anderen im Dauer-Response-Team auf Englisch zu finden ist. So übergebe ich das Wort ihm und er erzählt uns, wieso es keinen Atheismus gibt und was für ihn die Definition von Islam alles beinhaltet. Hallo, jetzt haben wir fast schon wieder Weihnachten und wir sind immer noch dran und machen immer. Ich hatte ja irgendwie gehofft, wir könnten irgendwann mal auf so richtige Themen zurückgreifen, wo wir richtig sagen, okay, was machen wir mal, wie war das bei den Christen ist. Heute gucken wir uns mal an, was ist eigentlich bei den Christen Weihnachten, mal gucken, wie wir da hinkommen. Also, wir sind keine Muslime und reden über den Islam. Und das nicht, weil wir Leute davon überzeugen wollen, dass der Islam schlecht ist, oder wir wollen nicht jemanden davon überzeugen, dass andere Götter besser sind als der Gott im Islam, sondern wir versuchen eigentlich nur zu helfen, indem wir Informationen geben, Hintergrundinformationen, Fachwissen, Fakten darstellen und einfach versuchen, den Leuten zu erklären, warum im Islam etwas passiert, wie es gerade passiert. Und dazu gehört, dass ich immer erkläre, warum sind wir ungern Atheisten? Weil ich sage immer, ich glaube an einen Gott. So, ich glaube an, weiß ich nicht was, ich glaube, dass das Loch Ness Monster existiert. Ich glaube an fliegende, feuerspeiende Drachen. Ich glaube an alles Mögliche. Dann bin ich ein Mensch mit einem Glauben an etwas. Wenn ich aber doch nicht an Götter, an Geister, an Drachen und so weiter glaube, dann bin ich einfach nur ein Mensch. Ich kann mich doch nicht identifizieren als etwas, was ich nicht bin. Das heißt also, ich bin der Mensch ohne Flügel. Oder ich bin der Mensch ohne Glauben an Drachen. Das ist in meinen Augen ein bisschen blöde.
Ganz schlimm wird es dann, wenn jemand sagt, aber du praktizierst doch Atheismus, weil der Ismus ist ja immer, dass man etwas, ein Ziel hat, dass man etwas verfolgt, dass man irgendwo hin will, dass man eine Doktrin hat, dass man jemandem nacheifert oder sowas. Aber das habe ich ja alles nicht. Weil ich glaube nicht an Drachen, also eifere ich auch nicht den Nicht-Drachengläubigern nach oder lese nur Bücher über Nicht-Drachen. Das ist Quatsch. Also deswegen bin ich immer so unheimlich dagegen, dass ich mich irgendwie als praktizierender Atheist bezeichnen lassen muss. Ich finde das affig. Aber Was hast du als letztes Buch gelesen? als letztes Buch was habe ich da gelesen? Weiß ich nicht. Jeremy Clarkson, I Know You Got Soul. Warum? Da ging es nicht um Drachen, oder? Nein. Dann hast du eben ein Buch gelesen, was nicht um Drachen handelte. Also Ich bist habe du ein ein Buch gelesen, was nicht A-Drachenist. von drei. Ja, okay, gut. Also bin ich ein A-Drachenismus. Ein Drache. Ach, ich weiß es nicht. Also ich komme mit diesen ganzen Begriffen irgendwie nicht ganz klar. Ich kapiere nicht, warum ich mich als etwas bezeichnen lassen muss, was ich nicht bin. Also das ist für mich seltsam. Aber ich sage mal, ich akzeptiere es. Weil ich finde es wichtig, dass wir uns über diese ganzen Sachen unterhalten, weil ich in meinem ganzen Leben irgendwie von Muslimen und vom Islam beeinflusst werde. Jetzt, um das ganz klarzustellen, nicht von allen Muslimen. Es gibt einige wenige Muslime, die mein Leben entscheidend verändert haben. Egal, ob die mich jetzt ob die auf mich geschossen haben oder ob ich jetzt plötzlich mehr Kontrollen habe, egal, ob plötzlich Flugänderungen kommen, egal, ob ich jetzt irgendwo hin muss und da irgendwo helfen muss, das hängt immer mit dem Islam zusammen. Und deswegen finde ich, sollten wir uns schon darüber unterhalten. Wir haben jetzt gerade eine Situation hier in Europa, wo immer mehr Flüchtlinge kommen, aus Islam, wie soll man das jetzt sagen? Dominierten Ländern. Das heißt also, das sind diese sogenannten Muslim-Mehrheitsländer. Wir haben jetzt mittlerweile fünf islamische Republiken, weil jetzt habe ich gerade einen Hänger. Wir haben Mauretanien, wir haben Pakistan. Wie heißt denn der? Das ist ein ganz kleiner Staat im Westen Afrikas mit 2 Millionen Einwohnern und der heißt Mein Gott, da habe ich doch Entwicklungshilfe hingeschickt. So, auf jeden Fall hat der jetzt letzte Woche deklariert, dass er jetzt eine islamische Republik ist. Das heißt also, das ist tatsächlich so, dass diese Staaten, diese fünf, die wir jetzt haben auf diesem Planeten, tatsächlich Gott als oberste Autorität und oberste Macht deklarieren. Und das muss man sich mal vorstellen, ganz ein Staat auf einem nicht existenten Gott. Das finde ich witzig. Gut, wir gucken uns den Islam an, eben um zu erklären, wie kann das eigentlich passieren, dass ein Staat eine islamische Republik wird. Und da müssen wir eben immer wieder feststellen, dass der Islam schon immer auf Staatsbasis basiert hat. Das heißt also, egal ob ich es ist hier das Al-Rasul oder was immer, egal was ich da nehme, es war schon immer so, genau, wie heißt der da unten? Der Gambia, da ist er. Der ist zwischen Senegal und, was ist da größer, Guinea. Da ist er. Also dieses kleine Fitzelchen Gambia. So, das heißt jetzt nicht mehr The Gambia, sondern das heißt jetzt The Islamic Republic of Gambia. Und da drüber, wenn du mal ganz kurz ein bisschen nach Norden gehst, müsste dann die Islamische Republik von Mauretanien erscheinen. Das heißt also, ach, das heißt ja noch Mauretanien. Also die heißt auch mit nur, genau, nur schon. So, das ist eine der islamischen Republiken. Genau. Guck mal nach, wie Iran und Pakistan heißen hier. Einfach nur so, just for the hell of it. Ja, Die wahrscheinlich auch nur noch Iran. Iran Ja. heißen. Iran und Pakistan und Afghanistan. So, und das sind eben Afghan, das ist einfach die Islamische Republik vom Iran und zwar die Verfassung vom Iran sagt, dass jetzt die oberste Instanz eben der Gott ist und in der Verfassung steht das tatsächlich drin. Und da wird auch ganz klar darauf Bezug genommen, dass es eben eine islamkonforme, scharia-konforme
Rechtsform ist. Das heißt also, die Gesetze des Landes orientieren sich daran, was der Koran und was die Sunna sagt. Also, das ist schon enorm. So, das heißt also, man kann den Islam nicht einfach als weitere Religion bezeichnen. Es ist nicht so, dass es wie Sikhs oder Hindus oder was immer sind, sondern hier kommt immer noch der Staatsgedanke, das Politische kommt da immer noch mit dazu. Das muss man im Hinterkopf behalten. Das heißt also, das Ziel des Islam ist es, die Scharia einzubauen. So, und jetzt habe ich, der Majid Nawaz hat eine interessante Definition hervorgebracht, wo er gesagt hat, Islam ist das Religiöse, Islamismus ist das Politische und da jetzt auch die politische Ideologie. Und da gibt es jetzt Moslems, das sind die Anhänger der Religion, Islamisten, das sind die politisch-ideologisch gepolten Leute. Und dann gibt es halt die ganz Schlimmen, nämlich die Dschihadisten, und das sind diejenigen, die das dann militant durchsetzen wollen. Und er sagt, nein, jeder, also nicht automatisch alle Muslime wollen die Scharia weltweit eingeführt haben. Und das meine ich ist falsch, weil es ist ganz klar im Koran gesagt, dass die ganze Menschheit, alle Welt, alles in diesem Universum sich auf diesen Gott zu orientieren hat. Jetzt kann man das natürlich so interpretieren, aber ich bin da vielleicht ein bisschen zu sehr schwarz-weiß und diese Töne, die er da einfügt, finde ich, es weiß ich nicht, ob die helfen oder nicht. Da können wir jetzt darüber diskutieren, ob so etwas hilfreich ist, dass man da Grautöne noch mit einzieht oder dass man sagt, nein, wir können den politischen Islam nicht tolerieren. So, für mich ist das so einfach. Das heißt also, wenn Muslime ihre eigene Ideologie in Besitz nehmen, was sie ja nicht tun, dann hätten wir diese ganzen Probleme mit Daesh und so weiter nicht. Weil dann ganz klar geregelt wäre, was im Koran steht, und da würde dann nach einer Reform des Islam drin nichts mehr drinstehen vom du musst den Leuten die Hände abhacken und du musst denen die köpfen und solche Sachen. Das würde dann rausfallen. Und da hätte dann der rechtsprechende Interpret der Daesh dann keine Grundlage mehr. Und dann wäre das dann nur das altertümliche 7. Jahrhundert, die Islaminterpretation aus dem 7. Jahrhundert, und das wäre dann nicht mehr gültig. Nee, gut, aber das sind eben so Sachen, die müssen wir darlegen, die müssen wir erklären, und da müssen wir zeigen, was für Optionen gibt es da, was sind die Konsequenzen daraus und was macht man damit, ne? So, und das finde ich, ist jetzt hier die Diskussionsrunde, wo ich am liebsten hätte, dass Muslime mit da mitmachen, weil die dann am ehesten erklären können, was für Konsequenzen das für ihr Leben hat. Weil letztendlich sind es Muslime, die glauben, dass ihr Gott denen Anweisungen gibt, wie sie sich zu verhalten haben. Und dann verhalten sie sich dementsprechend und erwarten aufgrund dieses Verhaltens dann eine Belohnung. So, und wenn das jetzt wegfällt, dann ist das letztendlich eine Konsequenz für diese Muslime. Deswegen wäre das interessant, wenn die sich hier melden würden, dass man mit denen mal über so etwas diskutiert, weil ich auch nicht alle Konsequenzen daraus irgendwie ableiten kann. Das können in meinen Augen nur die Muslime, weil die jeden Tag sich damit beschäftigen. Naja, So, das war eine immerhin, ja. Definition, also von dem, was wir sind und was der Islam ist und was wir machen und warum wir das machen. Und wie man jetzt hier in Verbindung tritt, das sagt uns jetzt der Eik. Nee, das sagt der Bildschirm. Die Links. Alles. Der Oberlink, einfach zum Zugucken, werde dir direkt auf YouTube verlinkt. Das ist live.die-gottlosen.ca. Der untere Link mit diesem schönen grünen Hörer bedeutet, ihr könnt quasi anrufen, mitmachen, reden, akustisch, mit eurem Maul. Gas entfleucht eurem Körper und bildet einen Ton. So könnt ihr beitreten mit hangout.die-gottlosen.ch. Also ich habe mir gedacht, wir starten jetzt die Serie ein bisschen. Den historischen Teil vom Islam, beziehungsweise wie sich der Islam entwickelt hat. Und heute ist die erste Episode und wir gucken uns als allererstes mal die Struktur an, was die oberste Instanz ist, wer dann als nächstes kommt und. Einfach ein bisschen aufzuwärmen und ich hoffe, dass ich nächste Woche dann so viel wieder nachgelesen habe, dass ich quasi
quasi pro Sendung eine Periode irgendwie abarbeiten kann oder einen Teil einer Periode von der islamischen Bildung. Und die Isri heißt der islamische Staat. Und damit meine ich jetzt nicht das, was jetzt gerade passiert im Irak und Syrien, wobei das dann quasi das Ende bildet, diese ganzen geschichtlichen Entwicklung von islamischen Staaten. Weil viele Staaten sind islamische Staaten, weil sie sich so bezeichnen, als islamisch, beziehungsweise Gott steht über allem und Gott ist der Gesetzgeber und. Darum ist es grundlegend ein islamischer Staat. Ich weiß nicht, wie viele Episoden diese Serie gibt. Ich hoffe, dass wir da eine schöne Serie hinbekommen, dass wir geschichtlich aufzeigen, welche Staaten sich gebildet haben und wer gegen wen ein bisschen gekämpft haben und. Und auch natürlich, welche Personen involviert waren. Wird alles ein bisschen viel und ich bin kein Historiker. Ich versuche es einfach so gut wie möglich, das jedem nahe zu bringen und aufzuzeigen, was da vielleicht passiert ist. Aber bevor wir dahin gehen, natürlich, was ist passiert in der Welt heute? Und dazu muss ich die News aufrufen. Ich begrüße aber noch einen Ex-Muslim, denn Lukas ist auch wieder dabei. Der wird dann seine Meinung vielleicht auch immer wieder kundtun. So, was haben wir als erstes? Islamkindergärten, Konsequenzen bis Schließung. Ja, anscheinend gibt es in Österreich gerade eine Welle von Empörung, weil es da islamische Kindergärten gibt. Wobei die gibt es schon seit einigen Jahren, also das ist nichts Neues da. Aber im Hinblick auf die ganze Refugees Welcome Geschichte und die Flüchtlinge oder Migranten, man weiß nicht genau, wie man sie bezeichnen soll, sind jetzt die Leute ein bisschen empfindlicher, weil halt viele da muslimischen Ursprungs quasi sind und in die Länder eindringen. Und man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Darum, wieso nicht ein bisschen Xenophobie praktizieren? Jetzt ist es aber so, dass in Österreich halt die Politiker versuchen, bei den Kindern anzufangen, sozusagen. Da ein bisschen Meinung zu bilden. Mit dem alten bekannten Spruch, denk doch mal an die Kinder. Was ist jetzt die ganze Geschichte? Anscheinend ist es so, dass aufgedeckt wurde, dass Missstände gibt in islamischen Kindergärten, dass da nicht der übliche Stoff richtig rübergebracht wird, sprich der säkuläre Stoff nicht ordnungsgemäß rübergebracht wird. Und jetzt müssen die Kindergärten viel besser geprüft werden. So zumindest verlangen es einige Politiker. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das so ist, weil wenn man einen islamischen Kindergarten hat, wieso nennt man diesen islamischen Kindergarten? Da muss doch irgendein Stoff dabei sein, der effektiv propagiert wird, effektiv gelehrt wird, damit es irgendeinen Konsens gibt in diesen Bezeichnungen islamischer Kindergarten. Heißt das, die Leute kommen einfach mehrheitlich aus der Türkei oder mehrheitlich aus Arabien, mehrheitlich aus Pakistan, mehrheitlich aus Afghanistan? Was heißt islamischer Kindergarten? Ich glaube nicht, dass mehrheitlich aus einem gewissen Staat die Kinder kommen, beziehungsweise die Eltern, sondern dass da effektiv halt eben islamischer Stoff gepredigt wird und gelernt wird. In erster Linie der Koran. Dann stellt sich für mich die Frage, ist das säkulär, wenn man den Kindern schon von sehr früh an, ab dem vierten Lebensjahr oder ab dem dritten Lebensjahr, schon beibringt, wie man den Koran lesen soll. Wie soll das einem Kind genau helfen? Da bin ich also sehr skeptisch, dass so ein islamischer Kindergarten überhaupt die Werte irgendwie vermitteln kann von einem Staat bzw. einer Gesellschaft, die sich eigentlich säkulär schimpft. Habt ihr noch da Meinungen oder wollt ihr was dazu sagen? Sonst gehe ich weiter. Also ich ja, weil das ein Thema ist, bei dem ich mit Professor Richard Dawkins übereinstimme. Ich nenne das Kindesmisshandlung. Ich finde, sowas sollte Kindern nicht zugemutet werden. Das ist, also in meinen Augen ist das schlimmer als Pornografie. Und das sollte einfach
gewartet werden, bis die Kinder in der Lage sind, so etwas aufarbeiten zu können. Also da ist man nicht ohne weiteres als kritikloses 3- oder 4-jähriges Kind in der Lage, so etwas irgendwie zu hinterfragen. Das ist dann einfach nur, das ist ja diese ganzen Studien, die Petrovic und Barrett gemacht haben, die zeigen halt, dass man Kindern alles Mögliche erzählen kann und die glauben das. Ich will noch zu diesem Artikel sagen, der kommt von der Kronenzeitung, ist jetzt nicht, naja, wahrscheinlich nicht die allerseriöseste, aber der Artikel scheint mir jetzt schon legitim genug, beziehungsweise genug journalistisch aufgewertet, dass das da nicht eine richtige Meinung quasi in einer Richtung gebildet wird, sondern einfach aufgezeigt wird, was da Sache ist. Nur damit da nicht Kommentare auftauchen. Ja, du kannst doch nicht von Krone irgendwas bringen. Ja. Was haben wir hier noch? Ah, den fand ich recht interessant. Wenn Medizin und Islam aufeinandertreffen. Hier gibt es dann ein bisschen Info darüber, wie sich das entwickelt bezüglich Ärzte und den Flüchtlingen. Dass da halt einige Flüchtlinge gibt, die sich nicht von Frauen anfassen und untersuchen lassen wollen. Und umgekehrt auch weibliche Flüchtlinge, die sich nicht von männlichen Ärzten untersuchen lassen wollen. Und da wird dann ein bisschen geschildert, was einige Ärzte für Erfahrungen gemacht haben. Und in Deutschland ist es jetzt noch nicht so schlimm, aber es hat anscheinend auch schon Fälle davon gegeben, dass es halt, wie gesagt, sich nicht geschlechtgemischte Untersuchungen quasi gestattet wurden. Man kann generell sowieso sagen, das hat jetzt nicht mit der Religion zu tun, aber wenn man in ein Krankenhaus geht, darf man sowieso in der Regel, zumindest in der Schweiz, sagen, ich will jetzt von einem Mann oder von einer Frau untersucht werden. Das kann man. Also das ist jetzt nicht das Problem. Aber hier wird halt das Ganze im religiösen Hinsicht angeschaut und was das für Probleme bringen kann. Und ich finde es gut, dass das da auch eine Diskussion quasi stattfindet, dass man sagt, ihr seid jetzt Flüchtlinge, ihr solltet vielleicht ein bisschen zurücktreten und nicht nur mit religiösen Argumenten hier angetanzt kommen, um euch untersuchen zu lassen. Weil man muss auch bedenken, wenn jetzt der bayerische Staat quasi sagt, wir erwarten total für das ganze Jahr 2015 haben wir eine Statistik, eine Prognose, besser gesagt, von etwa 1,5 Millionen Flüchtlingen. Das sind also viele Leute, die untersucht werden müssen. Da kann man nicht jeden Wunsch erfüllen, dass einer sagt, ich will mich nicht von einer Frau anfassen lassen. Das funktioniert dann nicht so einfach. Also als Flüchtlinge sollte man dann quasi einen Schritt zurücktreten, sagen, ich habe mich jetzt gerettet, ich sollte dankbar sein und Gott wird mir das bestimmt verzeihen. Naja, aber was passiert jetzt, wenn die kommen und sagen, ich möchte, dass meine Tochter beschnitten wird? Gut, die Beschneidung ist, glaube ich, kein Thema. Da kann der, also wäre ich da im Lager quasi als Hilfsperson, als Sanitäter oder Polizist oder Berater, würde ich sagen, ja, dann kannst du wieder zurückgehen. Also solche Dinge muss glaube ich, keiner verlangen. Ich komme jetzt dahin und, ah ja, eine schöne, mehr oder weniger klinische Institution hier. Ich will jetzt meinen Jungen oder meine Tochter beschneiden lassen. Macht mal. Also ich glaube nicht, dass da ein vernünftiger Arzt sagen wird, ja, kein Thema, ich respektiere deine Kultur, komm, wir machen das schnell nebenher. Ich meine, gerade Deutschland hatte das vor, wann war das, 2 Jahren oder ist das schon 3 her, das Thema, dass die Beschneidung eine quasi das Recht des Kindes zu sehr halt auch mitbeschnitten wird. Nicht nur der Körper, sondern auch die Unversehrtheit des Kindes, das Recht der Unversehrtheit zu sehr beschnitten wird. Also das haben wir ja in Deutschland ganz enorm. Ich finde, naja, verbieten sollte es man vielleicht nicht, weil die Eltern, die das wirklich wollen, machen das dann bei einem zwielichtigen vielleicht Arzt, der das in einem Hinterzimmer macht, wo das Ganze nicht so reinlich ist und das viel mehr Komplikationen geben könnte. Da bin ich sehr gespaltener Meinung, ob man das wirklich verbieten sollte.
Aber man soll nicht den Anspruch haben, quasi zu flüchten und dann direkt zu sagen, ich bin jetzt in Sicherheit, also beschneidet doch meine Tochter. Nee, das ist. Das zeigt jetzt aber wieder, dass der Weg nicht ist, mit Gesetzen, Verboten und solchen Sachen zu arbeiten, sondern mit Aufklärung. Das heißt, dass man den Leuten einfach klar macht, das ist ein Steinzeitbrauch, das ist ein uralter Aberglaube, das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Wir haben heute nicht mehr die Notwendigkeit, dass da die Vorhaut beschnitten werden muss. Wir brauchen es nicht mehr. Da kann man also mit Gesetzen wenig ausrichten. Ich glaube, das geht nur über Aufklärung und das geht dann nur über die Generationen, so etwas rauszubekommen. Genau. Widerstand gegen Gebetsräume wächst. Das ist auch ein Thema, anscheinend in Deutschland, ein größeres, dass da immer mehr Vereine und Institutionen mit islamischem Hintergrund Gebetsräume verlangen. In Schulen, dass da ein Raum zur Verfügung gestellt wird, wo man beten kann in Ruhe. Und jetzt natürlich, das hat auch damit zu tun, dass immer mehr Flüchtlinge kommen mit islamischem Hintergrund, mit muslimischem Hintergrund, dass man halt sagt, wir wollen diese Gebetsräume nicht, weil also das Hauptargument, das ich voll und ganz unterschreiben kann, ist, dann kommt doch der Hindu, der will auch seinen eigenen Gebetsraum, da kommt der Buddhist, dann kommt der Christ, dann kommt der Jude. Dann ha haben wir in einer Schule, die vielleicht nur, sagen wir mal, 100 Schüler hat und einem jährlichen Budget von vielleicht 1,5 Millionen Euro, muss dann fünf Räume für fünf verschiedene größere Religionen zur Verfügung stellen, damit die sich ja nicht mischen, weil die das unbedingt so wollen. Das kostet dann vielleicht Geld und vielleicht muss man dann noch Räume mieten irgendwo. Das finde ich auch irgendwo durch, hört es dann einfach auf. Wenn die beten wollen, können sie das. Ich denke, keine Schule wird wirklich das Beten verhindern. Mach es von mir aus einfach, wo du halt willst, während der Pausen einfach. Natürlich nicht während dem Unterricht, dass jeder auf dich warten muss. Das funktioniert dann auch nicht. Das Problem hatten sie auf der ISS, wenn da nämlich ein Praktizier, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Religion heißt, wo du ein Hühnchen opfern musst zu einem bestimmten Tag. Das heißt also, wenn der Astronaut dann auf der ISS ist, muss er da oben sein Hühnchen verbrennen und das als Opfergabe weggeben. Irgendwo muss das aufhören. Dann kann er doch das, keine Ahnung, sollen die ein System aufbauen, dass man per Internet an eine Firma quasi den Befehl schicken kann, jetzt das Hühnchen schlachten und verbrennen, dann hat man Ja, doch das das erledigt. ist ja bei den Muslimen so. Die sagen dann, ich hätte gerne ein halal geschlachtetes Schaf. Und die müssten sich dann darauf verlassen, dass das tatsächlich so passiert ist. Ist es aber gar nicht. Das heißt, du kannst es ja nicht merken. Das ist ja dieser ganze Irrsinn, dieser ganze Blödsinn, diese ganzen alten, ich weiß nicht, wie die mit diesem Aberglauben, wie die damit leben, heute im 21. Jahrhundert. Okay, ich kann das verstehen, wenn er sagt, ich gehe nicht unter einer Leiter her. Okay, da geht man eben drum rum. Das betrifft keinen anderen. Man macht selber einen kleinen Umweg und damit war es. Aber diese ganzen Sachen, diese Rituale mit Beschneidung und mit diesen ganzen Beten und diesen ganzen anderen Ritualen, da gehst du anderen ganz schön auf die Socke. Stell dir mal vor, du willst im Kaufhof. Muss jetzt genau wie du sagst, da muss jetzt plötzlich jetzt sechs, sieben Gebetsräume, muss jetzt jeder Betrieb muss das den Leuten zur Verfügung stellen. Also irgendwann ist das doch, muss das doch Schluss sein mit diesem Zeug. Schafft vielleicht Arbeitsplätze, wer weiß. Und Arbeitsplätze sind das absolut Wichtigste in unserer Welt. Was haben wir? Lukas, wie steht es mit, wie war das bei dir so mit Gebeten? Und hast du das, keine Ahnung, hast du das schwer praktiziert? War das für dich super wichtig? Und hast du auch so solche Ansprüche gehabt für Gebetsräume irgendwo oder so? Ja, ich gehe auch noch zur Schule und eigentlich habe ich da auch überlegt, mal zu fragen bei der Schulleitung, ob da so ein Raum eingerichtet werden könnte. Ja, dann habe ich auch mal überlegt, ich habe das ab und zu mal verpasst, weil man dann irgendwie 5 Minuten später oder 5 Minuten hat man das dann verpasst und so. Aber eigentlich habe ich 5-mal am Tag versucht. Also zu Hause immer
Und in der Schule wollte ich auch mal hinter dem Gebäude dann beten. Also hast du das ab und zu gemacht und aber Nee, hinter der Schule? ich hab's irgendwie mal verpasst. So, ich bin da nicht so gut durch den Verkehr gekommen und dann habe ich gedacht, ich habe noch 5 Minuten Zeit, kann da noch schnell beten, aber hab's da nicht geschafft. Okay. Aber wie hast du dich beim Gebet gefühlt? Hat sich da was bei dir bewirkt? Hat es irgendwas innerlich für dich bewirkt oder hast du einfach das gemacht, weil du es jetzt so gelernt hast? Also ganz am Anfang hat das schon so ein bisschen, hatte man so ein Gefühl, so, ja. Aber das andere, weiß ich nicht. Ich hatte da teilweise so ein Bild, so wie die Salafisten, dass man das eigentlich nur machen muss, weil man sonst bestraft wird oder halt nicht belohnt wird. Aber wenn man dann so, weiß ich nicht, es gibt noch so einen Murat Kortschi, der hat das eher so, dass man das so persönlich zwischen einem und Gott sieht dann. Das hatte ich Ja, dann das später so in der Phase. darum frage ich, weil ich meine, Ja, ich sonst habe ist das es auch wirklich schon mal in der tatsächlich gut. Sendung gehört. Ja, erzähl erstmal weiter. Ich habe das auch mal in der Sendung erzählt, wie meine ersten Kontakte waren in einer Moschee. Das habe ich Da hat mich auch gehört. eine mitgenommen halt in der Moschee und dann hat er mich quasi an der Hand gepackt und hat einfach gesagt, mach mir das nach. Dann habe ich gedacht, naja, umbringen wird es mich nicht, ich mache mal nach. Und ich habe so absolut gar nichts gefühlt. Eher so, was mache ich hier? Was nützt mir das? Ich Tatsächlich. fühle mich weder schlechter noch besser, aber es ist einfach eine verschwendete Zeit, da irgendwas Arabisches nachzubrabbeln. Ich wusste, was Allahu Akbar heißt und mehr wusste ich eigentlich nicht. Und es hat einfach absolut für mich keinen Sinn gehabt. Ja, Das tatsächlich. Ich habe das immer so. Manchmal habe ich das wirklich als Schikane empfunden, so irgendwie von Gott, weil da muss jeder, wenn du da einmal wegguckst oder so, weil irgendwo ein Geräusch war oder so, oder weil du dich beobachtet gefühlt hast, musst du wieder von neu anfangen oder wenn du dich einmal versprochen hast. Ich kann es ja nicht als Schikane empfinden, weil ich ja nicht an Gott glaube. Ich fand es einfach völlig nutzlos. Das war für mich so eine Sache. Ich habe jetzt aus Nettigkeit quasi dem Typen quasi mitgemacht mit ihm. Und am Schluss nach dem Gebet gibt er mir noch einen Rosenkranz in die Hand und also die Gebetskügelchen. Und ich meine, was soll ich da machen? Das hat mir einfach so gar nichts gebracht. Darum hat mich jetzt interessiert, ob es bei dir irgendwas bewirkt hat quasi. Naja, Also ich kam mir weiter. ziemlich lächerlich vor, muss ich gestehen. Und das ist, irgendwie ist ja der Gott im Islam, das ist ja wie so ein Tamagotchi, ne? Der will dann zu bestimmten Zeiten bestimmte Sachen haben und wenn du den dann damit fütterst, dann ist er zufrieden und wenn nicht, dann wirst du bestraft. Ja, klasse. Also du wurdest quasi auch, oder hast du das einfach auch mal versucht, ob du da irgendwas fühlst, oder wie soll ich das verstehen? Nein, das war einfach nur, dass jemand gemacht hat. Nein, nein, nein. Muslime versuchen ja immer einen zu überzeugen, dass das ganz toll ist. So. Und dann ist man halt höflich und wenn die Leute dann, weil ich habe ja viel Kontakt mit Imamen und so weiter gehabt, um mich mit denen zu unterhalten. Und da war ich oft bei denen zu Hause und das ist ja auch alles ganz toll. Und der hat dann gesagt, okay, du kommst jetzt nächsten Freitag da mit und dann zeige ich dir das alles und dann mach's einfach mal und guck's mal, ob dir das gefällt. So, und dann hast du das halt höflichkeitshalber mitgemacht. Da bin ich dann halt mit rein und bla bla bla. Ich meine, es ist ja, eine Moschee, finde ich, hat eine schöne Atmosphäre. Das ist, du hast einen weichen Teppichboden, das ist gut klimatisiert, du hast eine wunderbare Akustik in den Räumen, du hast also ich finde Moscheen von innen toll, viel schöner als diese dunklen, christlichen, katholischen Kirchen und so weiter. Und deswegen finde ich von der Architektur Moscheen sehr viel ansprechender. Aber wenn man dann da drin ist und dann sich so umguckt, das ist dann genau wie Lukas sagt, du darfst da nicht einfach rumgucken und die Architektur dann ein. Nee, 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 nee. Du bist da, um jetzt hier deine Verbeugungen zu machen und musst dann irgendwelche, wie du sagst, Wörter nachplappern, die du eigentlich nicht kapierst. Ja, und wozu das? Und dann hab ich gedacht, also hör mal, du bist hier im falschen Film. Was will ich hier eigentlich erreichen? Ich meine, ich tue dem das jetzt so zum Gefallen und mach das mal nach. Und also alle, die dann danach gefragt haben, ich gesagt, nee, habe ich schon probiert, ist nicht mein Ding. Ne? Dann haben die mich in Ruhe gelassen. Aber jeder versucht, dich da zu überreden, sowas mitzumachen. Also das Spirituelle ist mir entgangen irgendwie. Kommen wir zu was Amüsanterem. Das hast du in der letzten Gin and Tonic Sendung schon gehabt.
Jetzt hat es auch eine deutsche Zeitung, also jetzt sehe ich das zum ersten Mal, auch geschafft, das zu zeigen. Ein soziales Experiment. Ich habe immer ein Problem ein bisschen mit diesen sozialen Experimenten, aber dieses fand ich persönlich eigentlich sehr interessant. Da wurde also eine Bibel genommen und als Cover hat man dann so einen, der Heilige Koran, auf Holländisch der Heilige Koran, genommen und da Passanten daraus gelesen und gefragt, was sie jetzt davon halten. Und im sozialen Experiment wurde jetzt das gezeigt, dass die Menschen von der Bibel eher keinen Plan haben. Also man zeigt im Video natürlich nur diese Menschen, die keinen Plan haben. Ich denke, viele haben selber gemerkt, dass das aus der Bibel ist, aber einige wussten das nicht. Und die dachten, das sei wirklich der Koran. Und dann haben sie das beschimpft quasi und verflucht und uns das ganz böse angesehen. Und das gibt es in Deutschland aber auch. Habe ich schon auf YouTube gesehen, da, so, also ganz viele Texte aus der Bibel, da dachten die, das wäre aus dem Koran. Ist mir jetzt nicht unter die Augen gekommen. Wer hat das in Deutschland veranstaltet? Weißt du das vielleicht gerade noch? Ich glaube, das war ZDF oder sowas sogar. Und da waren ja wirklich, also es gibt ja echt schlimme Bibelpassagen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Darum ging es ja im ganzen Experiment, dass man die schlimmen Passagen halt vorliest und dann die Passanten fragt, was sie jetzt davon denken und die gucken dann aufs Cover oder der Koran, ja ganz, ganz schlimm und geht überhaupt nicht und sollte verboten werden und so Sachen und dann deckt man auf und tut uns leid, wir haben dich ein bisschen hinter Licht geführt, das ist nicht aus dem Koran, das ist aus der Bibel. Da waren halt einige verblüfft, dass auch in der Bibel solche Passagen existieren. Und was ich etwas merkwürdig fand, das geht jetzt auf die Gin and Tonic Sendung zurück von letztes Mal, ist, weil da gibt es ja einen Zuschauer, der heißt GPZ, wie heißt er sonst noch, weiß ich nicht, einfach seine Abkürzung ist GPZ, also GPZ, und er hat das versucht quasi das Christentum jetzt im Hinblick auf dieses Szenario, dieses soziale Experiment zu verteidigen, dass ja das Neue Testament irgendwie gilt, das Alte ist ja nicht mehr so relevant und. Da hatte ich das Problem, wie man halt die Bibel dann versucht wieder zu verteidigen, selbst als, wobei ich beim GPZ gar nicht weiß, ob er jetzt Christ ist oder nicht, ich glaube zwar nicht, aber er hat das versucht zu verteidigen quasi, ja, Jesus ist doch gekommen und hat die Sünden abgenommen, bla bla bla. Und da habe ich gesagt, die kannst du nur nehmen, wenn die Sünden überhaupt existieren und die existieren nur im Alten Testament und ohne Altes Testament geht das Neue nicht. Und Jesus hat selber nie gesagt, dass das Alte Testament nicht gilt und. Also man versucht, wie Muslime genau auch irgendwie darzustellen, die sagen ja auch immer, ja, das ist historisch, das gilt nicht mehr heute, das darf man nicht mehr allzu ernst nehmen, diese gewaltbereiten Passagen und. Also das sieht man, diese gleiche Verteidigungsmechanismen sieht man auch im Christentum. Jo, dann gehe ich weiter. Oder wollt ihr noch was sagen? Nicht gut. Australiens Ex-Premier sieht Überlegenheit des Westen über Islam. Ich weiß nicht, was man als ein Australier genau mit Westen meint. Also fängt bei ihm der Westen an oder muss ja, weil er ist ja dann im absoluten Westen. Nur noch westliche wäre dann vielleicht Japan. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das wenn ein Nee, weil von Australien ist Japan dann westlicher. Meinst du nicht? Muss ich auf die Karte gucken? Also Neuseeland ist nicht westlicher. Fiji auch nicht. Und ich meine, Japan sei genau nördlich, aber ein Stück nach Osten. Also für mich ist Japan noch ein Stück weiter weg in Richtung Osten. Aber du hast ja deine Karte. Ich gucke mal. Wie, du bist doch sonst der Weltmeister mit diesen Dingern. Du hast doch sonst in 2 Millisekunden da.
Ja, also generell ist dann der, also Japan ist genau quasi in der Mitte, wenn man das mehr oder weniger anschaut, ist in der Mitte von Australien quasi, einfach im Norden. Dann ist, kann man sagen, Australien der westlichste Ort überhaupt. Und Neuseeland? Das ist östlich von Australien. Das meine ich ja. Gehört das aber nicht zum Westen. Ja, aber das spielt ja keine Rolle, wenn Australien noch westlicher von Neuseeland ist. Ist es Verstehst aber du? nicht. Doch, sicher ist es. Muss ich die Karte zeigen? Außer Google hat jetzt hier das Ganze falsch bezeichnet. Hier ist ja Neuseeland, hier unten. Oder nicht? Hä? Ist jetzt der Bildschirm nicht? Muss ich nochmal freigeben? Moment. Ah, jetzt. Genau. Das ist ja Neuseeland, oder nicht? Ja. Und westlich von Neuseeland ist Australien. Also ist Australien der westlichste Ort, oder Ach nicht? so, meinst du das? Nein, ich Darum meinte nur, geht es es. kann ja nicht, wenn ein Australier vom Westen redet, dann ist Neuseeland für ihn nicht dabei. Doch, der Westen fängt ja hier an, in Europa. Der fängt ja hier an, Westen, dann geht das einmal hier über den Globus Ach bis so, nach siehst du das? Australien. Ja, okay, ich gehe von der Datumsgrenze aus. Die spielt. Das finde ich ja das ganze Debakel, wenn ein Politiker vom Westen redet und in Australien quasi regiert Ja, hat. gut, das kommt von früher, da hieß es halt die östlichen Kolonien, das war ja dann China und so und Hongkong und so ein Scheiß, ja. Ja, aber wir leben jetzt in einer anderen Zeit und trotzdem Also versucht sollte man man das eigentlich lassen, ja. mit solchen Begriffen um sich werfen. Jedenfalls eben, er kann nicht so wirklich definieren, was der Westen genau überhaupt ist, aber versucht hier ein Bild aufzubauen. Der Westen ist überlegen über dem Islam. Dann frage ich mich immer, was, eben, da muss man doch wissen, was der Westen ist. Ich meine, soll ich. Eine Aussage bringt überhaupt nichts, weil in den USA gibt es Muslime, in Australien gibt es Muslime und. Der versucht das auch irgendwie, wie Muslime da sich als Rasse darzustellen, versucht er auch der Westen irgendwie als eigenständige Religion darzustellen. Ja, ich glaube, Ich es meine, ist gemeint ist damit alles, was nicht Islam ist. also Also dann gehört Ch gehört ja nicht, China, im Westen China heißt und ja Indien gehört auch zum Westen. Und Russland gehört danach auch zum nee, Westen. das ist ja dann der Osten, das ist ja wieder was anderes. Nee, da tauchen aber die ersten Probleme ja auf, wenn man Eben, so. deswegen ist das Also. Quatsch. Deswegen sage ich ja, das ist, glaube ich, eher dafür gedacht, dass die Leute damit ausdrücken wollen, dass Nicht-Islam überlegen ist über Islam. Er könnte doch das viel einfacher machen und sagen, NATO-Mitglieder sind besser als der Islam. Weil das sind doch genau diese Staaten, die er eigentlich quasi mit dem Westen bezeichnet. Weil Vor allen die Dingen anderen sind die da auch mehr oder klare weniger. Überlegenheit unserer Kultur. Wie kann man denn die Kultur, du kannst eine Kultur nicht, eine nicht besser sein als die andere. Das ist eine Ja, Kultur doch, einfach das. nochmal. Jede Gesellschaft hat ihre eigene Kulturform. Da kann ich doch nicht sagen, die ist besser oder schlechter, bloß weil ich eine andere habe. Naja, kannst du schon sagen. Wenn deine Kultur darauf basiert, andere Menschen zu misshandeln und versklaven, dann ist deine Kultur schon ziemlich shitty. Ja, aber warum macht das dann diese Kultur besser oder schlechter? Ja, Also im ist Hinblick seine Kultur. auf die Lebensqualität. Ja, deine Lebensqualität, aber vielleicht ist bei denen die Lebensqualität basiert, alle über 60 müssen hingerichtet werden. So, und vielleicht ist das bei denen dann ein Kulturgut, was die tatsächlich aus ihrer Gesellschaft herausgearbeitet haben, was für die Gesellschaft gut ist.
Das ist das alte Gut- und Böse-Spiel. Ich meine, da Ja, kommen wir zu eben, keinem deswegen kann man das aber Ergebnis. nicht. Ich kann nicht erstmal sagen, das ist besser und das ist schlechter. Bloß weil ich sage, bei uns werden Hast du Leute nicht nicht das angefangen. Sam Harris Buch gelesen, wo er das doch genau erklärt, wie was eigentlich gut und schlecht ist? In dem Sinne, dass es einfach darauf beruht, wie maximal man einfach machen kann, dass es den gesamten Menschen gut geht, nicht Einzelnen. Ja. Es ist es ja gerade, es ist ja dieses Prinzip des Wellbeings. Aber wenn ich dann zum Beispiel sage, alle über 60 müssen jetzt hingerichtet werden, dann kann das ja durchaus sein, dass das für die Leute besser ist. Das ist nicht für die Leute besser, die hingerichtet werden. Ja, natürlich, die müssen nicht die ganzen Schmerzen und alles Die sind dann tot, das mitmachen von interessiert den mich Leuten, was die die über meinen. 80, 90 sind. Das spielt aber keine Rolle bei den Toten, weil die können ja nichts mehr fühlen. Also Deswegen, nein, aber ich habe was nein. Ja, was? dagegen, Wie? wenn Die können ja nichts mehr pauschalisiert wird, fühlen. wenn die Leute sagen, das ist besser. Also meines ist besser als deines. Und das finde ich immer, nein, da muss man drüber nachdenken und gucken, was ist denn jetzt, worüber reden wir jetzt hier überhaupt? Okay. Wenn du jetzt, wenn deine Kultur dir es erlaubt, andere Menschen zu versklaven, okay, dann kann deine Kultur, also dann ist ja deine Kultur per Definition einfach schlechter, weil du ja in deiner Nein, Kultur nein. etwas hast, was andere Menschen versklavt. Nein. Das siehst du so. Das sieht aber nicht die anderen so. Man muss Wenn ich immer zum versuchen, Beispiel in den mit Südsudan Empathie zu gehe, arbeiten. wenn ich im Südsudan Sklaven nehme, das ist jetzt das Argument von den Moslems zum Beispiel, ne? Die sagen, wenn ich in den Südsudan gehe und ich nehme da 50 Sklaven, dann sind diese 50 Sklaven ausgenommen von Verhungern und Verdursten und in der Sonne verdarben. Nee, darben, verderben, darben, geht nicht. Auf jeden Fall, die sind dann ausgenommen von den normalen Widrigkeiten der Natur. Ich beschütze die also, indem ich sie ausbeute. Sie haben also ein besseres Leben als Sklaven. Also, wir hatten Leute, die kamen aus dem nördlichen Afrika nach Südafrika. Und die habe ich dann gefragt, seid ihr eigentlich bescheuert? Ihr kommt wissentlich in die Apartheid. Wieso macht ihr das? Und da haben die gesagt, ich lebe lieber in der Apartheid, als in der Freiheit zu sterben. Und das ist genau dieser Gedankenweg, den viele Moslems machen, die sich sagen, wenn ich Sklaven nehme, dann sorge ich dafür, ich füttere die, ich bekleide die, ich gebe denen ein Dach über den Kopf. Zu Hause hätten sie das nicht und würden 20 Jahre früher sterben. Also ist es nicht automatisch und immer sofort per Definition schlechter, Sklaven zu haben. Doch ist es, weil wenn du Aus das deiner Sicht, bewusst das machst, verstehe ich dann ja. nutzt du ja doch den Menschen bewusst aus. Du könntest ja seine Situation ändern, ohne ihn auszunutzen. Aber dann hast du ja keinen Vorteil davon. Nein, dann könnte ich mir das nicht leisten. Gut, wenn ich natürlich stinkereich bin und einfach nur Geld Wer ausgebe, kann dann sich denn kann ich das das nicht Sklaven machen, aber wenn ich leisten? Also davon ich leben glaube muss, nicht, dass dass ich das arm bei habe. uns und Kunst kann. Bei denen. Also ich glaube nicht, dass Hunds und Kunst einfach die aus der Mittelschicht sich da einfach mal 5 Sklaven leisten können. Also das sage ich jetzt Nein, mal. ich sage ja auch nur, man kann sich gedanklich Szenarien vorstellen, wo es nicht automatisch immer sofort per Definition falsch ist. Per Definition Fall. Ja, dein Beispiel ist ein gutes Beispiel, ist ja anscheinend auch ein reales Beispiel, aber ich finde das immer noch verwerflich. Absolut, ich stimme dir ja auch zu. Aus Ja. unserer Situation ist es das. Aber man kann nicht automatisch jeden Es ist sofort. eine pragmatische Sichtweise. So, das ist ja so wie, keine Ahnung, wie da wird ja der Mensch nicht als Individuum gesehen, sondern einfach nur als etwas unter, was man ja im Endeffekt kann's ja entweder, wenn ich dem jetzt nicht ausbeute, dann stirbt er. Dann bin ich ja der Gute. Aber im Endeffekt ist man ja nicht der Gute, weil man ja nur die Situation der Person ausnutzt. Aus deiner Situation heraus ja, aber aus der Sicht desjenigen, den Das du ist auf als jeden Fall Sklave moralisch hältst, noch nicht. verwerflicher, finde ich irgendwie. Nee, ich stimme, Jakob, ich Ja, stimme dir ja zu. da darf ich hier unterbrechen, weil ihr bewegt euch im Kreis. Ja. Ich meine, man braucht hier einfach Empathie. Das Zauberwort ist Empathie. Sprich, man muss sich in den anderen versuchen, einzuleben und einzuschauen, was aus seiner Sicht wohl sein könnte. Ja. Und
Für uns, ich denke jetzt alle vier in dieser Hangout-Runde, ist es klar, dass Sklaverei nicht etwas Gutes darstellt. Ich glaube, da stimmen wir alle. Ja, und wenn deine Kultur rein. Das erlaubt, dann ist deine Kultur Shit. Das kannst du so sagen, klar. Aber aus deren Sicht heißt es, deine Kultur, Jakob, ist Shit. Ganz einfach. Ja, aber ich kann es ja mit der Empathie kann ich es ja belegen. Also sagen ja hier, du würdest ja auch einen Sklave leben wollen. Das meine ich ja. Aus deren Sicht her ist deine Kultur dann Shit, die keine Sklaven erlaubt. Ja, aber die würden ja auch selber nicht Sklave sein wollen. Also von daher. Das spielt doch keine Rolle für die. Das ist ja das Problem. Das spielt doch für die keine Rolle. Für die ist es einfach etwas Gutes, weil es so gegeben ist, weil Gott davon spricht, zum Beispiel jetzt in Bezug auf Islam, dass Sklaverei nicht verboten ist und das gemacht werden soll. Wie dann die Sklaven zu behandeln sind, das ist ein anderes Thema, aber Sklaverei per se ist also etwas nichts Verwerfliches. Da kann man, wie gesagt, aus unserer Sicht ist es, glaube ich, jedem von uns klar, dass Sklaverei für uns nichts Schönes darstellt. Absolut gar nichts. Da müssen wir, glaube ich, nicht weiter drüber diskutieren. Und ich will noch den letzten Artikel. Finde ich gar nicht schlecht. So ein, zwei zu Hause. Ja, wenn du dir das leisten vor kannst. Vor allem weibliche. Vor allem weibliche, genau. Oh mein Gott, jetzt fängt der Chauvinistisch an. Also, ja, ich muss dir das anders vorstellen. Wenn ich mir keine Ukrainerin halten würde, würde ich ja Deutsche vergewaltigen. Also ist das doch besser. Genau, ja. Das ist das Traurige. Krieg gegen den Islam. Ja, die Bundeswehr scheint sich nicht mehr so auf Mali beschränken zu wollen, sondern will anscheinend jetzt in Syrien und im Irak mitmischen. Und ja, das Ausbilder. Ja, klar, als Ausbilder zum Mord. Jedenfalls, in der arabischen Welt scheint das nicht so gerne gesehen zu sein, was ich auch verstehen kann, dass jetzt Deutschland da auch noch so richtig mitmischt. Und als Ausbilder, da kann ich jetzt auch so nicht gelten lassen, weil das Thema war nur in Mali so, dass das am Anfang hieß, ja, wir wollen nur in Mali ausbilden. Aber jetzt wollen sie effektiv mitmachen. Aber das dürfen die doch gar nicht laut Verfassung. Nee, dürfen sie auch nicht. Da wird auch geklagt. Laut Verfassung und so weiter, gut, es gibt keine deutsche Verfassung, aber laut Grundgesetz darf Deutschland, soweit ich weiß, auch nicht Atomwaffen in ihrem Land besitzen. Und die besitzen, sondern die gehören den Amis. Auf dem deutschen Hoheitsgebiet dürfen keine Waffen sein. Jetzt ist die Frage, gehört Deutschland, also der Part in Rammstein, gehört der überhaupt Deutschland oder gehört der noch irgendwie komplett den Amis. Also gesetzlich gesehen gehört das denen, ist das ja amerikanisches Hochheitsgebiet. Nee, Rammstein nicht. Das ist ja der Riesenskandal. Rammstein gehört nicht dazu. Es sind eigentlich wirklich nicht mal Konsulate sind Hoheitsgebiete der Amis, sondern nur Botschaften sind Hoheitsgebiete der Amis. Also an jeder Airbase steht, dass das jetzt amerikanisches Gebiet ist und amerikanisches Recht gilt und so steht an jeder Airbase. Ja, nur ist das rechtens oder nicht? Ich meine, ich kann dir auch sagen, das habe ich letztes Mal schon gesagt in der Polemikrunde, ich bin auch Präsident der Schweiz, aber das darf man nicht sagen, das steht nirgends vermerkt, weil das geheim ist. Und. Aber wenn ihr so wollt, dann gibt es auch die Reichsbürger, die sagen, die Wehrmacht hat kapituliert 1945, aber nie das Reich und wir sind seit 1945 amerikanische Besatzungszone. Und das sind Idioten. Habe ich schon welche gesehen? Wir haben ihre eigenen Nummernschilder. Also vielleicht kurz als Hintergrund, warum die das immer so sagen, weil eben Deutschland immer noch keine Verfassung hat. Darauf Deutschland geht hat dann, mehrmals eine Verfassung bekommen. Das Problem ist, ja, dass nee, die Deutsche Moment, einfach... Lass mich ausreden, Jakob. Deutschland hat nicht dieses Grundgesetz als Verfassung. Das hat das Verfassungsgericht von Deutschland festgelegt, dass das Grundgesetz nicht die Verfassung ist, aber Deutschland hat eine Verfassung. Jetzt ist nur die einzige Frage, und da muss man halt diskutieren, vielleicht nicht unbedingt mit diesen Reichsbürgern, wie sie sich nennen, aber welche Verfassung gilt, von wann? Weil das Grundgesetz, da lasse ich nicht gelten, weil es selbst im Grundgesetz steht, im Artikel 146, die Verfassung tritt erst in Kraft, wenn aus freien Stücken das Volk gewählt hat, eine Verfassung.
Und der zweite Punkt in diesem Artikel ist, wenn Deutschland sich vereint hat. Die Vereinigung, da kann man sagen, hat sich ja schon bewerkstelligt. Also Ost und West hat sich quasi vereint. Das hat stattgefunden. Jetzt müssten endlich mal die Bürger frei eine Verfassung wählen dürfen. Und das hat noch nicht stattgefunden, weil das Grundgesetz, dieser Artikel immer noch quasi vorhanden ist. Warum ist dieser Artikel vorhanden? Wäre er nicht vorhanden, dann wäre die ganze Sache der Verfassung ja schon geregelt und hätte stattgefunden, dieser Umschwung quasi, hat aber nicht. Darum ist der Artikel ja auch noch in Kraft. Oder nicht? Weil wenn du sagst, nee, dieser Artikel gilt nicht mehr, die Verfassung ist schon da, dann kann ich bei jedem anderen Artikel auch sagen, gilt auch nicht, Also, kann soweit ich ich auflegen. weiß, hat Deutschland ist Deutschland ein souveränes Land und hat auch eine eigene Verfassung, die Ja, mehrmals du kannst mir das, Jakob, ganz einfach. Forsch danach, sag mir, welche Verfassung gilt. Das Grundgesetz als Verfassung gilt nicht. Allein aus dem Grund, aus dem Artikel 146. Lies dir einfach mal den Artikel durch und was für einen Sinn macht der Artikel. Also ganz einfach. Jedenfalls, Deutschland will in Irak und Syrien auch irgendwie mitmischen. Sie dürfen zwar nicht, aber sie machen das trotzdem. Genau wie der ganze Krieg von Frankreich und jetzt Großbritannien mischt auch mit. Die USA wollen noch richtig mitmischen. Die UN als Ganzes hat diesen Krieg eigentlich noch nicht deklariert. Also jeder ist eigentlich hier Kriegsverbrecher. Ganz einfach. Aber das interessiert niemanden. Wer entscheidet das? Wer entscheidet eigentlich hier, wer Recht hat? Ich verstehe das alles gar nicht. Ich habe das auch, ich meine, für mich ist der Majid Nawaz ist ein super Typ. Aber ich bin absolut anderer Meinung, weil er sagt, wir hätten schon längst in Syrien eingreifen müssen. Nein, wir können nicht einfach sagen, die haben Recht und die nicht. Das geht uns nichts an. Ich kann nicht sagen, der Assad ist ein Idiot. Da ist Mugabe ein viel größeres Arschloch als Assad. Oder ich finde ich Obama noch viel schlimmer. Das heißt aber, wir können doch jetzt nicht sagen, wir gehen jetzt auf jedes Land los, was uns nicht gefällt. Da kommen wir wieder darauf zurück. Was ist jetzt richtig? Was ist gut? Was ist schlecht? Aber wer entscheidet hier verdammt nochmal, wer Recht hat? Ich kapiere das nicht. Darum haben sich ja die Staaten zur UN gebildet, um solche Fragen zu beantworten. Und wenn es in der UN, solange es nicht in der UN einen Konsens gibt, dass andere Staaten da quasi alle sagen, ja, Assad ist jetzt, wir entthronen Assad offiziell, ist er nicht mehr Regierungsoberhaupt, dann können die das deklarieren und quasi sagen, ja, der Krieg ist offiziell. Aber wenn man natürlich einfach machen lässt, Deutschland machen lässt, Frankreich machen lässt, Großbritannien machen lässt, dann sind das Kriegsverbrecher, weil aus der UN, aus der Gemeinschaft, wo die halt Deutschland, Großbritannien und Frankreich ja Mitglieder sind, quasi etwas unterschrieben haben, sind das Kriegsverbrecher. Ich meine, ich als mit Eltern aus dem Kosovo habe mich ja da auch mehr beschäftigen quasi müssen oder wollen im Hinblick auf Kosovo. Und da hatten wir das genau gleiche Thema. Die internationale Gemeinschaft hat gesagt, wir haben da nichts zu suchen, als NATO hat da nichts zu suchen und und. Trotzdem wurde das gemacht. Also, und vor Gericht ist bisher noch nicht wirklich einer gelandet. Ja, warte mal ganz kurz. Fandst du das jetzt schlecht, dass sie nichts gemacht haben oder gut? Sie haben ja gemacht. Das Ja, ist ja das eben. Schlimme. Sie haben gemacht. Und ob ich das gut oder schlecht finde, aus Beweggründen, die falsch sind, finde ich dann schlecht, ja. Weil, ich meine, Was wie oft warst du, für Beweggründe sind Jakob, wie oft falsch? warst du hier in Kosovo? Kein einziges Mal. Ich war in meiner Jugend als Kind in Kosovo. Ja, die Leute waren arm. Ja, die Leute hatten eine gewisse serbische Unterdrückung zu bewältigen, aber so richtig unglücklich habe ich meine Verwandtschaft nicht erlebt. Ob es jetzt in anderen Gebieten etwas anderes ablief, etc., in Srebrenica, ob da wirklich so viele Tote gab und so, kann ich nicht genau beurteilen. Ich glaube jetzt mal den Medien, dass da ein paar Dörfer wirklich was erleben mussten und quasi durften, in Anführungszeichen, durch die Serben. Aber generell ist das nicht so einfach zu sagen, ja, man musste da eingreifen, weil
Wie gesagt, Soweit ich weiß, wurde da jede Woche irgendein großes Massenkriegsverbrechen gemacht, wo Leute, ganze Dörfer hingerichtet wurden, ob Frau und Das Kind. sagt man, ja, das sagt man so. Aber das Problem ist, wer war das nicht? Der Schäuble, Gibt es der da nicht einige andere. Leute, die für Kriegsverbrechen sogar gesucht werden? Oder sogar letztens wurde auch einer wieder hops genommen? Also ich weiß ja nicht. Ja, das ist die Frage jetzt, wen anklagt, das ist auch noch so ein Thema. Nee, was ich sagen will ist, ich war in meiner Kindheit im Kosovo und ich habe halt einen gewissen Aspekt gesehen aus dem Kosovo und die internationale Gemeinschaft hat diesen Krieg nicht quasi genehmigt. Also wenn es nicht genehmigt wird, dann ist aus UN-Sicht ist das einfach ein Kriegsverbrechen gewesen, diese ganze Intervention in Kosovo. Ja, Und weil, weiß nicht, hätten die sich da jetzt weiter gegenseitig umbringen sollen, nach deiner Meinung? Ich weiß ja nicht. Die Frage ist, Jakob, das Problem, was ich ja die ganze Zeit versuche zu bringen, ist, ich glaube einfach nicht der NATO. Ich kann denen nicht mehr Also glauben, ich weil. hab einen Schulkameraden gehabt, der war Kosovo-Albaner und der hat mir auf jeden Fall erzählt, dass er schon einige krasse Sachen erlebt hat. Und da waren halt so Sachen dabei, wie halt einfach, das war so eine Truppe von Anführungsstrichen Soldaten ins Dorf reinkommt, Frauen vergewaltigt, Leute erschießt Das war gegen und Ende, war das vermutlich auf jeden Fall die Tatsache, war das gegen Ende. Und mit Ende meine ich, dass Slobodan Milosevic nicht die Zinsansprüche von Europa, von der EU hinnehmen wollte, von Krediten etc. Und das geht halt, da kann mir jeder sagen, was er will, seine Meinung kundtun, schön, aber es geht im Hinblick immer nur ums Geld. Und sobald einige Staaten Geld nicht mehr zurückbekommen oder nicht nach ihren Konditionen, dann schaltet man schnell mal die NATO ein. Ich meine, seien wir mal ehrlich, diese Geschichte hatten wir schon so oft, dass es um Geld ging und man versucht immer alles bezüglich Demokratie hinzubiegen und man will unbedingt die Demokratie involvieren, bla bla bla. Ich kann es einfach persönlich nicht mehr hören. Wie gesagt, ich war in meiner Jugend. Da gibt's geile Bilder hier, der Freedom Eagle, kennst du den? Wir importieren euch Demokratie und dann bomben wir euch Demokratie ein und so. Tut mir leid, aber im Hinblick mit meiner Recherche, mit meiner quasi Wurzel, mit meiner kosovo-albanischen Blutader, ich meine, ich finde es ja nicht toll, dass quasi meine Blutsbrüder in Kosovo abgeschlachtet wurden etc. Ich will das nicht rechtfertigen, dass das passiert ist. Ja, ich kann das vom Lukas noch zeigen, vielleicht. Genau. Ich finde das ja nicht gut, was gemacht wurde im Kosovo gegen Ende. Aber die Frage ist halt immer, wer das gestartet hat, dieses ganze Debakel. Und meistens sind das immer dann externe Mittel, weil. Wie gesagt, was hat die NATO im Kosovo zu suchen gehabt? Das war alles rechtswidrig. Das gleiche Szenario hatten wir im Irak schon der erste Bush, der das versucht hatte. Der zweite Bush hatte quasi mehr Erfolg mit der Invasion. Wieso ist man so blind, dass man das versucht zu rechtfertigen, diese angeblichen alle Missetaten zu rechtfertigen? Aber sobald sich Russland irgendwo einmischt, sind die Russen dann immer die Bösen in Sachen Ukraine etc. Also dieses falsche Gesicht zu zeigen, diese Heuchelei, ich kann das einfach nicht mehr akzeptieren, dass man versucht, das zu rechtfertigen. Man musste eingreifen. Nein, versucht man doch einfach mal endlich die Staaten in Ruhe zu lassen und ihre Probleme allein zu lösen. Und sobald die UN als Ganzes quasi deklariert, ja, Assad ist ein Kriegsverbrecher, Assad muss entthront werden, dann kann ich auch das Ganze unterschreiben, quasi, oder mehr unterschreiben, dem Ganzen mehr anhängen und sagen, ja, greift halt ein und rettet die Menschen. Aber solange man
auf der einen Seite sagt, nee, er ist noch Regierungsoberhaupt, und auf der anderen Seite versucht man ihn zu diskreditieren. Welche Linie soll man jetzt sich aneignen, oder welche Linie soll man angehören? Also ich finde das so traurig, dass ich immer das diskutieren muss, diese Heuchelei. Okay. Sonst noch was? Wollt ihr noch was sagen? Weil dann machen wir noch 10 Minuten die erste Sendung über den Islamischen Staat. Nichts? Okay, gut. Muss ich die richtige Folie hier? Also, wir reden über den Islamischen Staat, beziehungsweise wie sich das entwickelt hat. Als erste Sendung will ich einfach mal ein bisschen die Struktur aufzeigen. Ich hoffe, man kann das alles lesen hier. Ist vielleicht ein bisschen klein, oder? Kann man es lesen? Ich denke, man kann es lesen. Also, als oberste Instanz von einem quasi islamischen Staat, damit das funktioniert, ist Allah. König der Könige, Erschaffer von allem. Dann hat das einen Boten, der an die Propheten quasi gesendet wird, damit die Propheten die Botschaft Allahs empfangen. Das wäre Gabriel, quasi der Nachrichtendienst. In unserem Falle, im Fall Islam, ist es der Nachrichtendienst für Mohammed, von Gott. Und den Prophet selber, Abu al-Qasim Mohammed ibn Abd Allah, arabischer Prophet und Stellvertreter Gottes. Dann nach ihm kam Abu Bakr Abdullah ibn Abi Quafa as-Siddiq. Guter, schöner, langer Name. Stellvertreter des Propheten Mohammed. Er war der erste Kalif. Darum Stellvertreter heißt eigentlich generell übersetzt Kalif. Stellvertreter des Propheten. Der Stellvertreter vom Stellvertreter war Umar ibn al-Khattab. Also das war dann der Kalif, Kalif al-Kalif oder irgend sowas. Rasulallah etc. Nach ihm kam Uthman ibn Affan an die Macht. Und zwar, er war dann der Stellvertreter des Stellvertreters des Stellvertreters von Mohammed. Und zu guter Letzt in dieser Serie quasi, in dieser Vierer-Serie von diesen vier Kalifen, von diesen vier Stellvertretern Mohammeds, ist Abu al-Hasan Ali ibn Abi Talib. Also kurz Ali, kennt man am ehesten unter dem Ali. Er war der Stellvertreter des Stellvertreters, der Stellvertreter des Stellvertreters des Propheten. Und ab dem nächsten Kalifen quasi hat man das abgekürzt, da hat man nicht mehr Kalif, 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 Kalif gesagt, sondern nur noch einfach Kalif genommen, dann wusste man, worüber man redete. Ja, Allah ist zeitlos, hat schon immer existiert und regiert. Also das muss man sich immer im Hinblick auf die Regierungsstruktur von einem islamischen Staat, von einer islamischen Regierung im Auge behalten, dass Allah die höchste Instanz immer ist und bleibt. Gabriel, man weiß nicht, seit wann er existiert und ob er irgendwie eine Regierungsaufgabe hat, eher nicht, aber er ist eigentlich immer quasi noch vorhanden. Nur redet er halt nicht mehr mit den Leuten. Der erste Regent quasi auf Erden für einen islamischen Staat war dann effektiv Mohammed. Mohammed wurde geboren so zwischen 570 und 573, gestorben ist er angeblich 632. Ich habe die Zahlen nur als Nebenhinweis genommen aus Wikipedia. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Figuren sind eh nicht wirklich historisch großartig belegt. Da kann man also problemlos die Zahlen aus Wikipedia nehmen. Einfach damit man ein gewisses Bild aufbauen kann, wann, wie, wo, was. Eik, ich glaube, das ist die Märchenversion, okay? Ja, ja, ich sag ja, ich nehme einfach das aus Wikipedia, weil es keine wirklichen historischen Belege gibt. Das kann man genau so immer wieder sagen. Es gibt drei verschiedene Versionen. Es gibt die Märchenversion, es gibt die undefinierte Version und es gibt die Revisionistenversion, die auf der Historie basiert. Also drei verschiedene Versionen der Historie des Islam. In Bezug auf die Historie über Mohammed gibt es halt nicht viel Quellen. Und da kann man, da sage ich problemlos das von Wikipedia. Es gibt keine.
Ja, es gibt schon ein paar Erwähnungen von diesem Namen, sagen wir es mal so. Nein, Aber doch, 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 nein. doch, 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 doch. Es gibt Erwähnungen von diesem Namen. Die Frage ist jetzt, welche Relevanz haben die Erwähnungen? Der Nöldecke hat in seiner Geschichte des Korans hat er herausgefunden, dass dieser Name, also diese Bezeichnung Mohammed, jedenfalls viermal in Arabien schon in Schriften, in kleinen Versen vor dem Islam existiert hat, weit vor der Geburt dieses angeblichen Propheten. Die Frage ist jetzt, ist das ein Name gewesen, ein effektiver Name, oder war das eine Bezeichnung für als Titel für halt Vor. Jesus, was man Das heute andere vielleicht ist, weiß? es gibt keine historischen Quellen, die sich in irgendeiner Form auf diesen Mohammed, so wie er in der Sunna beschrieben wird, beziehen. Das hat er ja auch nicht gesagt. Er hat Ja. gesagt, der Name kommt vor, mal vor. Ich sag halt nur, ich nehme das Zeug aus dem Wikipedia, weil man Ja. nichts anderes hat. Und das ist ja nicht unbedingt der Name, der vorkommt. Es kann ja die Funktion sein. Also das Wort Mohammed kommt vor. Wie das dann zu interpretieren ist, ist eine andere Sache. Aber was ich hier herausstellen möchte, ist, dass es drei verschiedene Versionen gibt. Die eine ist die Standard-Muslim-Version, die andere ist die in der Mitte und die dritte ist die alles offen lässt und sich nur auf die Fakten konzentriert. Und da ist Sagen jetzt wir aus mal, diesen drei Versionen diese so. ich sage ja, ich kann nur diese Version nehmen, quasi wie du es bezeichnest, die Märchenversion, weil es nichts Besseres gibt, ganz einfach. Ich will nur auch zeigen, was halt die Muslime, wie die Muslime das lernen können, und sie haben keine andere Wahl, dieses wirklich zu lernen. Und Genau. wenn sie daran glauben wollen, wenn sie daran glauben wollen, sagen wir es mal so. Jedenfalls, also angeblich wurde er zwischen 570 und 593 geboren und gestorben 632. Nach ihm kam ja der erste Kalif, quasi der erste Stellvertreter von Mohammed, das war der Abu Bakr, nimmt man einfach als Abkürzung. Ich werde jetzt die Namen nicht immer komplett aussprechen, weil ich es erstens nicht kann, zweitens es einfacher ist. Geboren wurde er auch um so 573, also im ähnlichen Zeitrahmen wie jetzt Mohammed, interessanterweise. Und gestorben ist auch nicht viel weiter weg, quasi 2 Jahre später ist er gestorben. Der zweite Kalif, der Umar, ist geboren 592 und gestorben 644. Uthman wurde in die Welt gesetzt 574 und gestorben ist er 656. Also der hat mehr oder weniger am längsten eigentlich gelebt von diesen 4 Kalifen. Und der letzte Kalif war dann der, wie gesagt, Ali, und der ist geboren, am spätestens sozusagen, im Jahr 600 etwa. Diese Zahlen sind ja, wie gesagt, die unsere Zeitrechnung, die angeblich christliche etc. Und gestorben ist er 661. Jetzt, wie lange haben die so etwa regiert? Ich meine, das könnte man schnell aus diesen Zahlen herausrechnen, aber ich zeige es nochmal kurz auf. Allah, wie gesagt, hat schon immer regiert und regiert immer noch, aber sein Buch hat er ja schon abgesandt mit allen Regeln, die nötig sind, angeblich. Also der ist immer das Oberhaupt. Das muss man sich einfach immer wirklich fest vor Augen halten. Er ist immer das Oberhaupt deines islamischen Staates. Gabriel hat, wie auch schon erwähnt, nie wirklich regiert. Er hat dann nur als Botschaftsüberbringer fungiert. Mohammed kann eigentlich als erstes Kalif bezeichnet werden, weil er war ja der Stellvertreter für Gott, weil man konnte ja nicht Gott fragen und eine Antwort erwarten. Er war eigentlich der erste Kalif, der erste Stellvertreter von Gott sozusagen. Und die anderen sind dann Kalifen, wie gesagt, von Propheten Mohammed. Der hat, solange er lebt, eigentlich quasi für Gott vertreten, aber effektiv quasi ab seiner Prophetenerhebung. Das war, kann man rund sagen, in seinem 40. Lebensjahr ist er eigentlich zum Propheten aufgestiegen, zum effektiven Propheten. Bis zu seinem Tod. Das müssen gut 15 Jahre etwas sein, hat er eigentlich die Rolle des Regierungsoberhauptes für Gott auf Erden dargestellt.
Dann ist er gestorben und man war ein bisschen im Zugzwang. Ja, was machen wir jetzt? Wie soll es weitergehen mit unserer Gemeinschaft? Wer soll die Regeln durchsetzen? Und wer soll die Gesetze von Allah durchsetzen, wenn es Mohammed nicht mehr da ist? Und dann wurde der Abu Bakr als erster Kalif quasi gewählt. So erzählen zumindest die Quellen. Die Mehrheit hat ihn angeblich erwählt. Das Problem taucht hier eher schon als erstes auf. Laut islamischen Quellen gab es schon da Streitigkeiten, weil einige Muslime sahen nicht den Abu Bakr als ersten Kalif, sondern quasi in Blutsverwandtschaft mehr oder weniger, denn Ali sollte als erster Kalif ausgesprochen werden. Und da fand eigentlich schon, wenn man so will, die richtige Trennung an und die Gewaltbereitschaft unter den Muslimen hat da gestartet, so richtig angefangen mit Mord und Totschlag, mit Hinterrücks ermorden, abstechen im Schlaf etc. Warum Blutsverwandtschaft? Das sahen einige Muslime, sahen das wichtiger dann, dass die Blutsverwandtschaft höher gestellt werden sollte. Ja, aber es ist ja keine Blutsverwandtschaft. Ja, er ist ja nicht direkt blutsverwandt, der Ali, aber er ist halt eingeheiratet und somit in der Familie des Genau. Propheten. Hast du Also noch eine Tabelle, wer wann von wem oder woran die gestorben sind? na, habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das auch bewerkstelligen könnte, weil das sind so viele Daten und so viele, Ja, müsste ich so viel nee, nachlesen. du kannst ja bei der ersten Folie zum Beispiel, kannst du einfach dahinter schreiben, gestorben 632 an Gift, gestorben 634 an Ja, Messer, gestorben. Dadada. ganz Und besser. die haben ja nicht einfach so den Löffel abgegeben, sondern die sind ja gestorben worden. Ja, aber trotzdem müsste ich das recherchieren, wer genau wen anhand von was. Weil Nee, da ist noch. das ist wichtig, weil die Leute ja immer sagen, wir haben nur dann Frieden, wenn alle unter dem Islam leben. Quatsch, weil damals haben die Leute sich genauso gegenseitig umgebracht wie heute auch. Hast du das schon gemacht, irgendwie mit so einer Liste oder nicht? Nein, habe ich nicht gemacht. Nein, das habe ich mal mit dem Klingschuh habe ich das mal zusammen aufgedröselt. Aber eine Liste haben wir da nie draus gemacht. Ich weiß, die sind alle ermordet worden, bis auf den Umar. Ich glaube, auch der ist ermordet worden. Oder nicht? Moment. Ja, nee, das können wir ja, das mache ich dann als Hausaufgabe fürs nächste Mal. Wir gucken kurz, wenn die Sendung vorbei ist, wenn du kurz Zeit, noch 5 Minuten hast, vielleicht besprechen wir das kurz. Jedenfalls, so wie Stop Spamming richtig gesagt hatte, die sind nicht an Altersschwäche gestorben, sondern Selbstmord durch andere. So kann man das vielleicht. Selbstmord, Messer im Rücken, also da hat sich einer selbst erstochen und da hat sich einer selbst vergiftet und. Also. Und vor allen Dingen ist das jetzt auch wieder wichtig im Hinblick darauf, dass es ja noch weitere Märchen gibt. Es gibt ja diese tolle Sendung, wo der Typ dann zu den verschiedenen Koranstandorten fährt und dann diesen uralten Koran aufmacht und da sind Blutsflecken, als Uthman gestorben wurde und da ist das Messer reingegangen und das spritzte das Blut und das sehen wir heute noch auf dem Koran, den er damals auch vor sich auf dem Schoße hatte und diese ganzen Geschichten, das geht alles hier drauf zurück. Ja, wenn du das schon so erwähnst, dann kann ich das schon ein bisschen vorgreifen, wollte ich gerade auch so nachher sagen. Umar hat also angeblich als erster, nee, nicht als erster, Abu Bakr hat schon versucht, den Koran irgendwie auf die Beine zu stellen, ist ihm so gar nicht gelungen. Umar hat das dann auch versucht und angeblich hat es dann erst bei Uthman wirklich geklappt, dass der Uthman das wirklich durchgeboxt hatte und überall seine Quellen gesammelt hat und quasi dann deklariert hat, das ist der Koran. Der hat dann das nach Syrien geschickt, seine Kopie, dann nach Syrien und wo war es? Nee, nicht Jordanien. Nach, Also sechs ja, Stück, dort. eine nach Ägypten, ein Nach Ägypten, wieso nach Ägypten? Wieso sollte er nach Ägypten, wo er doch nur regiert in Arabien? Das kommt, ist auch noch so eine Sache. Wo nicht regiert wurde, wo der Islam eigentlich gar nicht bekannt wurde, hat er Bücher hingeschickt.
Das ist auch so merkwürdig. Jedenfalls war Uthman der Erste, der quasi dann das irgendwie geschafft hatte, den Koran als kanonische Sammlung zu präsentieren und zu versenden und die Kopien quasi zu etablieren. Darum kann ich, ist in die Frage, die später geklärt wird in einer anderen Sendung bezüglich der Aufarbeitung des Korans, wer wirklich den Koran gemacht hat. War das Mohammed oder war das der Uthman? Das ist auch so eine Riesendiskussion. Jedenfalls hat Uthman 12 Jahre regiert, 2 Jahre mehr als der Umar, der für 10 Jahre regiert hat. Und am Schluss haben sich dann angeblich auch die Letzten geeinigt, dass nach dem Tode von Uthman, Abu Bakr und Umar, sollte es Abu al-Hassan, also der Ali, sein, der dann für 6 Jahre regiert hat. Und da kam quasi dann seine Partei ein bisschen zur Geltung, die Partei des Ali, Shia Ali. Darum nennt man die heute auch immer noch Shia. So will es zumindest die Tradition. Das war es eigentlich schon. Das war so der erste kleine Überblick über die Struktur von einem islamischen Staat, was Kalif vielleicht bedeuten kann oder sollte und wer die ersten Kalifen waren. Jetzt weiß ich halt nicht, soll ich in Zukunft jeden Kalifen einzeln so gut wie möglich zu betrachten oder weiter so quasi parallel alle zu beleuchten. Ich muss das schauen, wie ich das mache, weil ich versuche das, wie gesagt, so objektiv wie möglich rüberzubringen, was halt nicht ganz so einfach ist, wenn man keine objektiven Quellen hat, sondern nur islamische Quellen, und selbst da ist es kein Konsens. Und nur Streitigkeiten etc. Das ist nicht so einfach, wie die Leute denken. Ich hoffe, das hat aber den Leuten ein bisschen Einblick gebracht, so die erste Struktur, was ein Kalif ist. Wie gesagt, bedeutet nichts anderes als Stellvertreter. Und nach dem Ali wurde das abgekürzt. Da hat man nicht Kalif, Kalif, Kalif gesagt, wenn man halt den Ali erwähnt hat, sondern wurde dann mit dem nächsten Kalifen das müsste der nächste eigentlich offizielle müsste der Malik gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Oder? Stop-Spamming, weißt du das? War das eine Muawiya noch vor Malik? Weil es gab ja Malik den ersten und Malik den zweiten. Da muss ich wieder nachgucken, ob der Malik der erste vor Muawiya kam oder quasi der erste Malik nach Muawiya kam. Ich weiß es nicht mehr. Ich war Muawiya der erste Umayyade. Der erste Umayyad, ich meine, welcher Kalif als nächstes kam nach Ali? Das war meine Frage. Und ja, ich aber bin das war ja dann 660. Also ja, 661. Ich werde versuchen, das so gut wie möglich wieder nachzurecherchieren, damit ich mit den Daten nicht zu sehr durcheinander kommen. Es ist nicht einfach, weil die einen Daten sagen jenes, die anderen dieses. So. Und man muss sich dann quasi in einem Raum bewegen, im islamisch-traditionellen Raum, weil es nicht viel mehr andere Quellen gibt, wie vorhin schon erklärt, und versuchen selbst da zu finden, wer vor wem kam. Aber lieber Eik, warum sagen Muslime dann, die wissen genau, um 5.78 Uhr, um 20.03. ist Mohammed geboren worden? Ich habe jetzt das von einem Muslim noch nie gehört, dass einer so sicher war. Das hörst du andauernd. Die wissen genau die Uhrzeit, genau alles. Ja, einige sagen das, weil halt sie versuchen das zu rekonstruieren aus den, vor allem aus der Biografie, wo ja die Geburt von Mohammed mehr oder weniger sehr detailliert geschildert wird, und da soll es sehr früh morgens gewesen sein, wo die Mutter von Mohammed, wie heißt die, Amina hieß sie, glaube ich, ihn sehr früh geboren hat, und der Engel hat ihr das eingeflüstert, und sie hat das Licht von Busra gesehen oder so, jedenfalls aus Syrien, hat sie das Licht von Syrien gesehen bei der Geburt Mohammeds. Das Licht aus ihrer Pudendum hat die Paläste Syriens erleuchtet. Ja, so kann man es auch. Eine Frage habe ich.
Frag. Also es wird ja immer so kritisiert, ich weiß nicht, auch, ich denke auch von Muslimen, dass es ja eigentlich unsinnig ist, dass der Papst Stellvertreter Gottes ist auf Erden, so, weil Gott ist überall. Auch der Islam sagt ja, Gott ist näher als die Halsschlagader. Und soll Mohammed nicht eher, wird er als Stellvertreter von Gott angesehen? Das habe ich noch nie gehört. Ja, Das ist irgendeiner komisch. muss ja die Gesetze von Gott auf Erden durchboxen. Ich habe mir das Wer immer soll so das machen? vorgestellt, dass es einfach einen geben muss, der, ja, der dafür sorgt, dass es eingehalten wird und so weiter. Darum ist er ja Stellvertreter für Gott auf Erden gewesen. Ich meine, anders kannst du das nicht deklarieren. Und du sagst das sehr genau, wieso Muslime, einige Muslime da den Papst kritisieren, macht keinen Sinn. Das sehe ich genauso, weil der Papst tut im Bezug auf die Regierungsform, auf die Gesetze Gottes, auch nichts anderes. Es ist halt eine Religion, Katholizismus, und der ist das Oberhaupt und hat quasi das meiste zu sagen. Ja, also er ist eigentlich auch der Kalif. Also er nennt sich einfach nicht Kalif, weil Kalif halt ein arabisches Wort ist, und das war es auch schon. Also Das viel war ja, unterschiedlicher kann man das nicht sehen, das ist schon so. Adam schon. Adam ist ja laut der Aussage des Teufels der Stellvertreter Gottes auf Erden. Kann man dem Teufel vertrauen? Klar kann man dem vertrauen. Wieso Oder warte nicht? mal, nee, Eine nein, interessante. hat Gott zu dem Teufel gesagt, so als der den Aufstand da geprobt hat. Da hat der Teufel den Gott hinterfragt und hat gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Du kannst ja nicht der Menschen hin tun. Sagt er, doch, ich werde den einstellen als Stellvertreter. Jetzt weiß ich auch nicht, wer hat das jetzt genau gesagt? Aber es war auf jeden Fall diese Dreierkombination mit Adam, Gott und dem Teufel, die sich da unterhalten haben, wer jetzt der Stellvertreter Gottes auf Erden ist. Nee, es war da nicht, also soweit ich mich erinnere, Nee, war das das ja waren die nicht Engel, ja. der Moment, eben, das war nicht so, dass Gott gesagt hat, er ist Stellvertreter, er hat nur gesagt, kniet vor ihm nieder. Das war ja nicht so, Nee, dass er ist ja, ja, er wurde hergestellt als Stellvertreter. Das hatte er hat er so gesagt, nie gesagt, ja. er Er hatte hat nur gesagt, gesagt, ich möchte sprich. einen Stellvertreter oder einen Saathalter oder so auf der Erde einsetzen. Haben die Engel Genau. gefragt, möchtest du jemanden einsetzen, der irgendwie habe ich Echo. Der Schaden auf Erden anrichtet und die Engel haben gesagt, dann hat Gott gesagt, ich weiß was ihr nicht wisst. Und die sollten sich halt niederwerfen, alle Engel haben sich niedergeworfen, bis auf Ilbis. Ja, weil der arrogant war. Und kein Engel, ja. Ein guter Mann, würde ich mal sagen. Hat sich da nicht unterdrücken lassen, hier gesagt, hier, wer bist du denn, dass du mir einfach einen Chef vor die Nase stellst? Meine, der Teufel, also der Iblis. Ich glaube, Ike bootet gerade neu. Das ist doch das Boot, der Bootbildschirm. Ja. Nee, das ist einfach der Hintergrund. Achso, ich Der dachte, du bootest dich gerade Iblis neu. war kein Mann, weil Engel haben ja kein Geschlecht, aber er hatte gesehen, wieso soll ich mich vor einem. Sind die in Transition oder was? Sind die genderless? LGBTs. Engel sind Transgender, ja. Jetzt Fraud. weiß ich, woher diese ganzen Thematiken heute kommen, weil es gibt ja immer die Diskussionen, ob Ampelmännchen noch legal sei. Das ist alles vom Teufel in die Wege geleitet. Der versucht eben hier Verwirrung auf Erden zu stiften, und was geht besser als mit dem Transgender-Gedöns? Dass man alles mit innen noch sagen muss, Google innen und Stop Spam innen, und weil man nicht die Frauen unterdrücken will, also macht der Teufel eine gute Arbeit. Also es gibt keine weiblichen Engel, das ist irgendwie scheiße. Ja, also ich sehe die dauernd, weil also ich sehe dauernd weibliche Engel. Wie Also, gesagt, der Secret hat eine ganze Serie nur mit Engel. bleiben wir mal ernst. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass irgendwo Engel mit einem Geschlecht betitelt werden. In islamischen Tradition, islamischen Wissenschaft, wenn man das so nennen will, Der dass heißt ja Engel nicht angesprochen. Gabriele. Ja, das, guck mal, Erzengel Gabriel, also für mich klingt das maskulin, also ich weiß ja nicht. Ja, für uns klingt das vielleicht schon maskulin, aber die Frage ist, gibt es Quellen? Ich kann mich jetzt überhaupt nicht erinnern, dass Nein, irgendeine Quelle sagt, da ist nichts dass es gesagt. das. Das ist genauso wie Allah, weil man sagt ja, er ist allmächtig, aber ist auch kein Geschlecht.
Doch, doch, bei Allah weiß man ganz genau, dass er ein Er ist. Weil im Koran selber wird ja geklärt, wieso sollte er Töchter haben, wenn ihr Söhne habt. Also hier wird definitiv ein Geschlecht herausgestellt. Also Ach so, zum Nein. im Islam sagen sie auf jeden Fall, der ist Mann. Nein, das kannst du doch nicht so sagen. Nein, er hat kein Geschlecht. Nur weil er sagt, Doch. er hat keine Töchter, das steht ja nicht für er, dass er männlich ist. Sicher. Wieso das? Wie willst du das jetzt Weil erklären? Weil Frauen können auch Töchter haben. Al-Ilah ist schon die männliche Form von Göttern. Al-Ilah, die weibliche Form wäre Alat, das war ja seine Gemahlin. Ganz einfach. Also da hat sich definitiv ein Geschlecht reingeschlichen und das haben wir auch schon bearbeitet, dieses Geschlecht, diese Rollenverteilnis. Und wie gesagt, der Anspruch, dass Menschen, männliche Menschen, Töchter, Söhne haben könnten, aber er als Gott, als der Gott, nur Töchter haben sollte, das funktioniert nicht. Also, da hier wird definitiv eine Geschlechterrolle propagiert. Anders kann man kann versuchen, anders zu interpretieren, aber ich sehe da keine Möglichkeit, dass man das wirklich Eine gut interessante Sache durchpropagieren kann. wollte ich noch sagen, die wir zur Historie hier reinbringen können. Dass der Noah, was heißt, soll ich jetzt Mythos sagen, hat vorher schon existiert, etwas anders geschrieben und auch der Sündenfall. In Bezug auf was jetzt meinst du Also das? die Geschichten, ob die jetzt übernommen wurden oder ob Aha, ja. ob die Muslime sagen, ja, das war vorher schon, wurde das richtig erzählt, das wurde dann wieder verfälscht, dass die Geschichten schon vorher falsch existiert haben vor dem Koran und dann im Koran wieder richtig gestellt. Das hat Eric schon mal erklärt, alles, wo das alles herkommt. Ja, ich hatte immer wieder erwähnt, kurzzeitig, aber ich weiß nicht, ob das jetzt zur Geschichte genau gehört, zur islamischen Geschichte. Das ist mehr Ja, schon, Mythologie dass dann. das alles altbekannte Geschichten waren, Nee, ich die meine seit jetzt vielleicht auf diese, Jahrtausenden existiert haben. ich meine auf die Serie jetzt der islamische Staat, ob das eine Relevanz hat für den islamischen Staat, die Serie. Also ich Inwiefern finde der Noah? ja, weil man ganz klar aufzeigen muss, dass hier der Islam im Grunde genommen nichts Neues gebracht hat. Nee, der hat geklaut. Ja, wie Ganz viel. eben. Ja, nee, was ich meine ist, hat das eine Relevanz jetzt auf die Serie, diese Noah-Geschichte Ich meine überhaupt? ja. Du meinst Nein, ja, also oder? irgendwann, wenn wir mal den Hintergrund aufziehen wollen, jetzt können wir ja erstmal anfangen mit dem normal islamischen Hintergrund oder wie das Historie. Also es kommt jetzt darauf an, wie du das aufziehen willst. Gehst du jetzt darauf ein, warum zum Beispiel Mohammed im Jahre des Elefanten geboren wurde? Willst du Nee, jetzt den ganzen das. Hintergrund noch mitnehmen oder willst du eigentlich nur dam, 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 dam so ein bisschen die Jahrzehnte abklappern? Eher die Jahrzehnte abklappern. Ich will eher Ja. wirklich quasi die islamische Staatenbildung, wer wann regiert hat, das will ich eher aufzeigen. Welcher Muslim gegen welchen Muslim gekämpft hat und seine muslimische Okay. Sicht eher auf Erden gebracht hat. Weil, darum sage ich, gehört eigentlich Noah nicht in dieses ganze Nee, Szenario, weil. dann nicht. Das stimmt schon. Ich hätte nur den Hintergrund noch mitgenommen, um eben zu zeigen, dass das Ganze nicht auf irgendwie historisch belegten Quellen basiert, sondern dass das Ganze eben, ja, das sind Märchen. Das sind einfach nur Geschichten, die in der Region zu dieser Zeit umherschwirrten. Und die hat man einfach aufgegriffen und da reingeschrieben. Ja, das wird dann eher eine andere Serie, quasi die ganze Mythologie dahinter. Da kannst du problemlos. Richtig, genau, das ist der Unterschied. Ja. Da wäre dann mehr oder weniger der Übertitel von so einer Serie Mythologie im Islam. Ganz einfach. Anders könnte ich jetzt das gar nicht groß Die betiteln. Entstehung oder genauso, dass du dann noch mal sagst, der Islam hat ja diese ganzen Grundzüge aus dem Mehrgöttertum, den ganzen Rituale und dieser ganze Aberglauben, der daherkommt. Ja, das ist eine andere Serie. Jetzt kann man sagen, soll man die Serie parallel aufstarten, quasi eine Woche Nee, die, dann das die kannst du ja nächste dann Woche. so machen. Dass du sagst, wir machen einmal die Historie, dann machen wir die Mythologie und dann machen wir die Entwicklung aus den anderen, sagen wir, bestehenden Zivilisationen heraus.
Kann ich machen, das können wir so Wir haben aufwiegen. dann Und verschiedene Themen ich oder kann auch besser. verschiedene Serien. Wie sagst du, Serie? Serien, ja. Serien. Also, das ist jetzt eine Serie, noch eine Serie, sind zwei Serien mit einem. Jedenfalls mit Mythologie kann ich besser arbeiten, weil man weiß, es ist Mythologie. Es hat quasi keinen Authentizitätsanspruch, sondern ja, es gibt diese Geschichten und wie echt die sind, das spielt keine Rolle. Es gibt die Geschichten einfach, die erzählt werden. Das kann man, also kann ich auf jeden Fall auch mal eine Serie starten, ohne Problem. Was noch lustig ist, das Forum wurde belebt diese Woche von jemandem, der sich Shiva nennt. Und das will ich auch noch propagieren. Das Forum findet ihr einfach auf der Hauptseite, die-gottlosen.ca. Und diese Person hat gemeint, stop spamming, das ist vielleicht für dich auch interessant, dass für sie die Sendungen teilweise zu kurz sind. Fand ich auch interessant. Okay. Die Sendungen sind teilweise zu kurz. Ja, man Ja, du kann sagen, drehst ja immer so schnell den Hahn ab. dass ich. Ja. Nee, das Stop Spamming muss Nein, effektiv. ich finde, eine Stunde muss reichen, Herr Ja, Gottlosen. Dann auch. nimmt man ein Thema und dann bekakelt man das und dann ist es aber auch gut. Ich meine, du kannst natürlich jetzt endlos weiter diskutieren, aber irgendwann ist genau wie Eik das sagt, du drehst dich dann im Kreis. Also ich meine, jetzt sind wir auch schon bei 1,5 Stunden Eben. angelangt und Das Shiva reicht. wird das vielleicht auch zu kurz finden. Ich weiß es nicht. Ja, ich Also finde ich teilweise auch so zu lang, dass man sich auch im Kreis dreht, dass man, ja, wir sollten das ja. konkret besprechen und ich finde, eine Stunde und wir werden ja meistens darüber sein oder kommen meistens darüber, langt dann auch. Finde ich auch, ja. Ja, außer man hat einen Gast oder so, der einen als dreckigen Menschen beschimpft, das kann ja schon ruhig 2 Stunden gehen, finde Du dreckiger Mensch! Kam das in der Sendung vor? Ich finde. Nein, das war. Nein, der hat mich einfach angemacht und ich wollte eigentlich mich mit dem nur unterhalten, um dann in der Sendung mit dem zu diskutieren. Nur, der hat sich dann als so Idiot rausgestellt, dass ich gesagt habe, nee, das will ich keinem antun. Deswegen Das habe ich war auch auch am voll Anfang, ich funny. habe ja nichts aufgenommen. Ich habe am Anfang nur mit dem geredet und wollte mit dem besprechen, was wir in der Sendung besprechen werden. Ob wir da ein bestimmtes Thema nehmen oder ob er was haben will oder so weiter. Das war der ganze Ansatz. Nur, der war dann idiotisch. Und dann hat er dann gesagt, ja, dann nimm das jetzt auf, damit die Leute sehen, was du für ein Arschloch bist und so weiter. Da habe ich gesagt, gut, dann nehme ich das eben auf. Und das habe ich ja dann auch auf Archive, wo habe ich das hingestellt, weiß ich gar nicht mehr. Da ist dann die Originalaufnahme und dann habe ich dann halt mein 10-Minuten-Video drüber gemacht und das war's dann. Und Ike hat sich darüber kaputt gelacht, wie der mich beschimpft hat. Nur als Info, Lukas, das ist in der Episode 49 von Weg zur Hölle. Ist eigentlich die ganze Geschichte aufgearbeitet, weil ich habe ja mit dem auch über Skype kurz diskutiert und wir haben dann diese kurze Diskussion quasi nachgesprochen. Der Stop-Spamming war ich und ich war er, dieser. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Jedenfalls die Sendung 49 ist es. Wenn Islam Wahnsinnige produziert, habe ich das betitelt. Fabian. Jedenfalls. Der Hadith der Woche darf ja Safian. nicht. Safian. Sofiane, genau. Sofian. Sofiane. Safiane. Sofiane heißt er. Sofiane. Also, welche Seite will der Allah heute? Seite 442. Oh, sehr, sehr weit zurück. 442. Was steht da? Oh, das ist ein kurzer. Wer an einer sitzenden Person vorüberkommt, soll zuerst den Gruß entrichten. Das ist der Titel. Oh mein Gott. Abu Huraira berichtet, der Gesandte Gottes habe gesagt, der Reiter soll den Fußgänger zuerst grüßen. Wer einer sitzenden Person vorbeiläuft, soll zuerst den Gruß sprechen. Und dasselbe gilt für eine kleine Gruppe von Menschen, die auf eine größere trifft. Alles geregelt. Warum, wieso, wem das genau hilft, was die Regeln dahinter sind, was der Hintergrund dahinter ist, steht da nicht. Aber ihr wisst, wenn ihr an einer sitzenden Person vorbeigeht, müsst ihr zuerst grüßen. Ja, das war's. Ich danke allen Mitmachenden. Bis zum nächsten Mal, wo es dann wieder
Ja, vielleicht starte ich schon nächstes Mal die Mythologie, ich weiß noch nicht. Aber auf jeden Fall wird es spannend, so oder so. Stop Danke spamming. und. Noch ein kleines Video. Kannst ja später sagen, ob du da der gleichen Meinung bist. Okay, gucke ich mir gleich mal an. Ich brauche jetzt meinen Kaffee. Und ich sage Tschüss und beende hier den Hangout. Bis zum nächsten Mal.